Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Immer noch im LF Forschungslabor. Wir haben uns in der letzten Folge einen Forschungsbericht angeguckt, wo, keine Ahnung, ein Forschungsteam gerade etwas untersucht hat, was die kleine Königin hieß. Oder so, jedenfalls. Ja, war in dem schön übrigens, ne, ja, damit ihr wisst. So, wir gehen jetzt weiter. Stelle weitere Nachforschungen an, jo. Emerald und Cornell hatten irgendwie was damit zu tun und Lambda auch und so. Also Cornell hatte nichts damit zu tun, er sollte was damit zu tun haben, aber er wollte nichts damit zu tun haben, weil er es nicht gewählt hat und so. Egal, weiter. Mal gucken, was wir hier noch finden. Jetzt wäre so eine Spinne, komm, die machen wir fertig. Die machen wir fertig! Eine Verbrennung, so. Das ist der Angriff, aua. Hat, 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 ah, ah. Schade, dass ich nur 8 Angriffe hier einsetzen kann. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, die hat voll viel Zauber, aber ich habe nur 8 irgendwie draufgelegt. Ich nur 8 irgendwie drauflegen kann. Und ja. Bin ich ein bisschen blöd. Au, 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 au. Sterb gleich, ich sterb, danke. Aber hat sie so viele. Wenn du Magnetor und so was alles gerne einsetzen, aber nur. Anscheinend nicht. Bam. Oh, was? Schnell bist du hin. Da komm mal her. So, zack und zack und. Kommst du her? Kommst du her? Kommt hier rein. Kommt hier rein, Mann. Okay, ist auch egal. Mann. Du in da. Kauf damit. Boah. Oh, ist noch einer übrig, okay. Was ist denn da passiert? So, hoffentlich kriege ich auch mal langsam irgendwie Scherben. Ich habe schon irgendwie so ein Ding ausgerüstet, damit ich mehr Scherben bekomme. Damit ich irgendwann auch die ganzen Gasthausanfragen erledigen kann, ey. Gehen wir langsam auf den Nerven. Ich habe diese eine Quest schon so lange mit diesen Illusionisten, also diese Melek-Waffe, die ich auf Brillant irgendwie schmieden muss. Und ich habe immer noch nicht verdammte Scherbe. Ich mal gucken, wo man die herbekommen kann, aber da habe ich auch eine Stunde oder so gekämpft, habe nichts bekommen. Und das ist einfach nervig. Und zack, still. Und nochmal. Still. Und aua. Das ist ein Moment aus wie Richard. Was ist mit meiner Stimme los? Das eine Mädchen hat ein bisschen aus wie Richard. Ich hatte irgendwie gewundert, dass ich auf einmal Richard angreifen konnte. Ja, okay. Und ey, ich wollte nur Ifrit draufballern. Aber nicht. Okay. So, weiter. Das ist eine Truhe, die will ich haben. Oh, hier ist eine Truhe, die will ich auch haben. Ja, komm. Speicherpunkt wieder. Überbringer schlechter Kunde. I never dreamed Emerald would be involved with all this. If she were still alive, she might have been able to help us resolve the situation. Hey, wait a minute. Sai doesn't know Emerald's dead, does he? Emerald told him to take care of things while she was gone. He's probably been waiting for her the whole time. I thought he needed to know, so I told Sai what happened to Emerald. Sophie. I said she won't come back, and he won't see her again. He seemed to understand. I wonder if he's capable of understanding death. Sophie's words are clear. She won't come back, and he won't see her again. Although that's not all there is to it. No, that's not all. Death also brings an enduring feeling of loss. Mein Gott, ich müsste jetzt damit anfangen, Sophie ist gleich wieder traurig. It makes me wonder if Sai's capable of such emotion. I doubt it. An enduring feeling of loss for those who remain. I wonder if that's what I'm starting to feel. This murky fog building up in my chest. Seht ihr? Ich hab's euch doch gesagt, warum musstet ihr ausgerechnet wieder dieses Thema aufbringen?
So, hier ist eine Entdeckung. Spricht über was anderes. Duft einer Frau, das klingt gut. Strange how they can preserve records from 1000 years ago in a machine like this. Truly impressive. Sophie was born around the time these records were made, and she's been alive ever since. Such a long time. It makes it easier to understand her desire to become human. Desire to not be left behind. I feel the opposite. Whenever age takes its toll on me, I yearn for the power to stop time. Oh my gosh, I would love to be able to stop time. Sure, yeah, kann es. Do you feel that way, Pascal? Heck yeah! Whenever I get dirty, I think about stopping time so I won't get any dirtier. Then I'd never have to take a bath. When you say things like that, your suitors may start to lose interest in you. Suitors? What suitors? What? Hey, Hubert, why don't you answer? Me? Why do I? I mean, for me, see, that's not particularly a problem. Of course not. We all know you're... Addicted to her aroma, right? Ew. Ew. Mein Gott, was ist mit dem beiden los, ey? Wir sind voll die Clowns geworden in diesem Arc, ey. Ich weiß, ich erzähle es verdammt oft, aber es ist so. So, das sieht schon richtig wichtig aus. Wir gehen mal weiter. Okay, wir gehen dahin. Anscheinend. Aber da war eine Truhe, die will ich haben. Hm. It looks like this place is the control room. Let me try something. Oh Mann. Was ist hier passiert? Hmm, no, maybe. What is that? It's completely different than Aphinia's Lestalia. It's like it's alive. Something's wrong. Get back, quickly! Pascal! What's going on? Everyone, look out! Oh, nee. I've never seen anything like it. It's coming! Get ready! I'm trembling. Du siehst stark aus. Eine unbekannte Lebensform, die offenbar im Begriff steht, sich zu verwandeln. Ja, super. Ja. Oh Gott. Soll ich Pascal wegsteuern? Ja. I am invincible. Okay. Müssen wir eigentlich hinkriegen. Starke sind anscheinend nicht. Ja, wir sind einfach zu stark. Könnte auch sein, wir sind übermächtig. Obwohl, wir bekommen ja keinen Schaden. Verdammt, so schnell kann ich doch da drehen, ne? Eigentlich auf mich. Okay. Er ist langsam im Angriff. Ich muss mir ausnutzen. Er zieht die ganze Zeit auf jemand anderen. Nein, nicht auf mich, nicht auf mich. Ich weiß, ich bin ein bisschen am Spam, aber ich kann es jetzt hier wirklich nicht so um Spam. Okay. Wir machen mal schön das hier, damit wir keinen Schaden bekommen, diesen verdammten Modus. Aber mag ich nicht weiter angegriffen. Cherry, du kannst ruhig Dinge mal einsetzen. Zack, das hier und das hier und das hier. Verdammt, von allein drücken. Die Hälfte haben wir schon mal. Ist gut, finde ich gut. Aber oh Gott. Aber oh, da hat hier irgendjemand sein Ding eingesetzt. Richard, ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, kriegen wir voll aufs Maul auf. Hilfe. Hilfe.
Autsch. Ist gut. Habe ich gerade erst das Ding mir eingesetzt, ey. Hat hier. Nein, nicht auf Sherry, ja. So. Zack. Komm her. Lass mich nicht kaputt hauen. Ja, ist klar. Muss erwarten. Ich hab's dann eine Beschränkung. So. Spar du mal ganz schön dein Elf-Ding. So. Oh Gott, das hält nicht so lange. Mein Gott, hat er viel abgezogen. Ist er richtig sicher hier? Okay, warum immer sie hat aufgeladen hat, ich habe nicht gedrückt gehalten. Was denn? Da hat irgendjemand noch ein Tempo? Schau ja. Okay, gut. Jetzt gleich vom weiten Angriff, sollten wir da. Nein, nicht auf so viel, nicht auf so viel draufhauen. Ja, wie wär's, wenn du mich mal angreifst? Ich bin unbesiegbarisch. So, jetzt hab ich gleich das Ding voll. Ja. Zielscheibe, Zielscherbe, mein Gott. Billionenschub, harte Abwehr, Vitalität, Vitalität, okay. Schön, hätten wir vielleicht Kampf gebrauchen können. We did it. What was that? I don't know, but one thing is quite clear. Something's wrong with Fodor's core. But with the device broken, I don't know if we'll find out more. Pascal, any ideas? Oh, I know! Why are you pawing at that humanoid? I want to access any information it recorded while it was still functioning. Your little queen sample is most appreciated. Are you sure this will allow us to finally defeat Lambda? Yes, it will be the final piece in Protos Haces' creation. Please don't be hasty with your investigations, Everard. We don't even know what the little queen is. We mustn't jump to conclusions. Well then, perhaps you would rather sit back and wait for Lambda's monsters to destroy us all. Don't be ridiculous. Yeah, who wants that? Why do you think I decided to summon you in the first place? A very wise decision it was on your behalf. No one must know about the little queen situation. Don't worry, I understand. Believe me, I promise you, the last thing I want to do is start frightening everyone. Fodra, tell me, what is it that you want? What was all that? Looks like it took place before Sophie was born. So the little queen was actually that girl inside of the core? That appears to be the case. But the question is, who is she? Exactly. And why does she remind me so much of Sophie? I don't know her.
What is going on? I don't understand it. Emerald said the data from the Little Queen would complete Protos Haste. Protos Haste. That was my old name. I think we better move this discussion outside. Wait! I want to grab the data from that other humanoid! Ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Pascal, hurry! Oh no, now what? Look at that. Is that her? Who are you? Ich glaube, das ist ihr egal. Stay back, Sharia. Oh no. How did you? Child of Fodra. Huh? She can speak. Come to me. Watch out, Sophie. Watch out! Everyone move! Pascal! Almost there! And done! Sophie! Come on! Let's get out of here! Speicherdaten. Sehr gut. Glaube ich. Was auch immer da drauf ist. Können auch nur Pornos drauf sein. Vergaß. Wildskatar. Eigentlich ist ja die Naturkunde meine Leidenschaft. Wo wir jetzt die ganze Zeit. Okay. Er ging Schaden davon, deswegen sollten wir uns vielleicht beeilen. Hey. So, irgendwo war auch hier nur eine Schatztruhe, die will ich haben. Ich will nur so Schatztruhe, Mann. Hat doch, glaube ich, jetzt verpasst. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. So ein Dreck. Ich will raus. Alles explodiert. Wollte irgendwie keinen Sinn machen, dass von unten irgendwie so Strahlen kommen, aber naja. Ich will mal die Logik eines Videospiels nicht in Frage stellen. Das ist auch nie gut, ne? Da ist immer wieder hier, gut. Ja, und die Strahlen sind auch hier, okay, boah. Geh weg. Ich will die Truhe haben. Lass mich da noch mal rein. Oh Mann. Kommen wir überhaupt noch mal hier rein? Ich glaube nicht, ne? So ein Dreck. Ich meine, wenn hier alles kaputt ist. Ganz schnell raus, ganz schnell raus. Panik, Panik, Massenpanik. Oh, what the? Ah ja, ich erinnere mich. Dafür muss man langsam laufen, ne? Ja. Aua. Ich muss aufpassen, da kommt manchmal ein Monster von ganz hinten hier hingedüst. Aua. 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 Da gehen wir einfach auf gut Glück hier raus. Wird schon irgendwie klappen. Oh Gott, das ist der Stell. Keine Ahnung, von wo du herkommst. Ja. Why? Er geht mir auf den Nerven gerade. Ist gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Nehmen mal an, das war die kleine Königin, die uns jetzt hier fertig machen wollte, warum auch immer. Man taucht sie auf einmal auf, vor allem in Sophies Kopf, was war das eigentlich? Voll viele Fragen und so. Mein Gott, was machen die da mit Sharia und Richard? Die haben die Folge gangbankt, was war denn da? Aber ich kann auch gar nicht flüchten, ne? Shit. So, Sharia, komm mal hier hin.
Sollen wir erstmal Wirbelwind, ne? Nochmal Wirbelwind. Ah, trotzdem. Aber er zaubert hier die ganze Zeit. Okay, wer schießt auf Chaya, Mann? Wenigstens kann Sophia locker überleben. Mein Gott. Oh Gott, das war knapp. Mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Lass mich doch mal hier überleben. Ah, das ist nicht unser Zauber. So, zieh an den. Oder zeih an den. Was weiß ich. Ich sag zieh an den. Da wird ja nicht zeihen ausgesprochen. Kayen, was weiß ich. Ich brauch das hier. So, danke. Schön. Wenn ich unbesiegbar bin, ist das schön. So, sie macht jetzt auch mal Tempo. Deswegen sind Tempofähigkeiten geil. So. Jetzt würde ich am besten da locker durchkommen wollen. Ohne Kämpfe und so. So langsam. Ah. Ma. Also was verliere ich voll die Geduld, ey. Leck mich. Lass mich durch. So, danke. Ich will raus. Danke. Tschüss. Sophie? Wir sind doch ganz hinten. Mein Gott. Muss das alles so klischee-mäßig knapp sein? Okay, Zeit ist auch noch bei uns. Die alte Socke. Gut. Thanks, Richard. You're lucky you aren't dead. I agree. That was extremely foolish, my brother. Regardless, he's safe. But who was that girl? Ist das nicht ein bisschen offensichtlich? I don't know, but she feels somehow familiar. Sophie, what is it? Hurry, Pascal. We're not safe yet. We're not? Was ist denn hier schon wieder passiert? Sag bloß, sie hat uns abgeschossen. Das war jetzt ein bisschen uncool. Arcadia Garten. Okay. There are flowers here as well. It reminds me of the meadow and lot. It's weird.
these flowers? I don't know, it's like I'm looking at a painting or something. I know what you mean. We're surrounded by nature, and yet it feels very unnatural. Vielleicht ist das ja alles nur ein Spiel oder so. Das wäre echt krass. How goes the shuttle? Think we can take off soon? Yeah, no. Sai's working on it, but it's gonna take a while. Ja, sollen wir die ganze Zeit hier warten? Oder wir gehen irgendwo anders hin. Hey, Sophie! Try not to wander off. She's calling me. She wants me to come this way. Are you still hearing voices? For what it's worth, I don't think she's imagining it. Well, we've got some time. Let's take a look around while Sai works on the shuttle. Das klingt nach einer richtig bescheuerten Idee. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben keine andere Wahl. Na gut, Sai. Ich will, dass dir das Shuttle, wie soll schon mit klarkommen, ne? Kann ich hier, oh, erbärmliches Ende. Emerald said Fodra had been destroyed completely. And yet, even after everything, this was here all along. Looking back, Emerald tried to merge with Lambda and gain his power in order to bring new life to Fodra. But Lambda refused her, despite her wishes. And her efforts were for naught, as new life had already taken hold. I feel sorry for Emerald. Yeah. Have you forgotten that Emerald planned for Sophie to sacrifice herself in order to destroy Lambda? And that she was the main cause of Lambda's pain in the first place? How can you feel for her? I do. I sympathize with her being forced into making such a cruel decision. Maybe we can honor her memory by seeing this world through to a brighter future. So very Asbel. Yes, but that's what I love. Okay. Schon wieder am Trollen, weil ich auf damit. Ah, Gasthaus, okay. Was heißt der Gasthaus? Lass mich mal gucken. Habe ich nicht ein paar neue Gegenstände bekommen? Warte mal, ja. Nichts Neues. Doch mal. Ich könnte ja mal das hier erstellen. Wir haben eine Giraffe. So, genau, das hier wollte ich mal erstellen. Ich habe auch jeden scharlachrote Figurine, die ich herstellen kann. Und mal drei herstellen. So, auch für diese ganzen, diese meeresblauen Figurinen habe ich mal hergestellt, damit noch mehr Leute Hubert kopieren können, aber habe ich noch nicht abgegeben. Boah. Also bringt es da nicht. Ich habe doch von den Gegnern da irgendwie neue Sachen bekommen, glaube ich. Leuchtender Kern. Was kann ich denn damit machen? Nichts? Okay. Warte mal. Gegenstände. Na, Traumgummi habe ich auch verballert, stimmt. Mal immer noch nicht. So, dann würde ich mal sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.